Guten Morgen Deutschland und natürlich auch guten Morgen Österreich und die Schweiz und natürlich auch alle anderen Menschen, die Deutsch sprechen. Gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ja natürlich auch die Menschen aus Österreich und der Schweiz zugegen sind und deswegen seht das mehr als einen guten Morgen aus Deutschland. So, jetzt bin ich gut aus der Nummer raus. Ja, ansonsten, ich möchte heute euch ein Thema ans Herz legen, worüber ihr wirklich mal nachdenken und euch bewusst werden solltet, und zwar eigener Garten. Schaut bei euch wirklich, ob ihr die Möglichkeit habt, einen eigenen Garten zu pachten, weil erstens, er ist meist viel preiswerter als ihr denkt. Ich zahle für meinen Garten inklusive Strom, inklusive Wasser, das sind 300 Quadratmeter, was ausreicht, um eine vierköpfige Familie komplett zu versorgen. Da gibt es Bücher dazu, genau zu dem Thema, 300 Quadratmeter, vierköpfige Familie. Zahle ich im Jahr 100 Euro. So, und wie ihr den gestaltet, ist ja eure Sache. Ob ihr viel Arbeit reinsteckt, ob ihr so einen englischen Garten macht oder einen Zen-Garten, oder ob ihr einfach wirklich Permakultur macht, naturnah als Gärtner, das ist vollkommen euch überlassen. Ne? Aber es kostet halt nicht viel oder weit weniger als ihr denkt. Umso städtischer, umso teurer, umso westdeutscher, umso teurer, das ist klar. Aber schaut, was es kostet. Also es ist überhaupt nicht teuer, beziehungsweise weit billiger als ihr wahrscheinlich denkt, und ihr spart ja dadurch viel Geld. Ihr spart euch dadurch das ganze Obst und Gemüse, was ihr quasi normal kaufen würdet, und ihr kauft das ja nur in schlechter Bioqualität und nicht in friedliebender Qualität, das heißt ohne Pflanzenschutz, ohne irgendwelche Düngung, die mit tierischen Produkten ist oder sonst was. Ihr kauft das ja einfach normal, bestenfalls in Bio. Höchstens friedliche Qualität bei Lebe gesund, so, aber so könnt ihr quasi in eurem Garten das nach eurem Bewusstsein und wie ihr das möchtet, ohne tierische Produkte, gehe ich davon aus, wenn man jetzt vegan ist, oder auch mit tierischen Produkten, das könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr könnt euer Obst und Gemüse in eurer Qualität herstellen, wie ihr das wollt und wie ihr das für richtig haltet. Und es gibt Obst und Gemüse, was überhaupt keine Pflege bedarf. Kartoffeln, Topinambur, Obstbäume, da müsst ihr gar nichts machen, ihr müsst die nicht mal beschneiden. Ne? Das heißt, die wachsen dann nicht mehr, natürlich nicht so viel, nicht so üppig, und die Früchte werden eventuell kleiner, aber ihr müsst theoretisch nichts machen. Ihr habt auch da nicht so viel Arbeit. Und, aber es ist auch positiv, wenn ihr in den Garten was macht, da spart ihr euch das Fitnessstudio, spart ihr wieder Geld. Weil es ist nicht so bla bla, ihr spart euch das Fitnessstudio, sondern ihr macht da wirklich was und ihr braucht auch immer wirklich Pausen, weil das ist richtige Arbeit. Und das ist auch so, dass ihr ganzheitlich arbeitet, dass ihr alle Muskelgruppen gleich bewegt, wieso auch dieses Bodyweight Training, dass ihr nicht singulär irgendwelche Gewichte hebt oder sonst einen Blödsinn macht, sondern dass ihr wirklich ganzheitlich, dynamisch arbeitet, auch euch ein bisschen dehnt dabei und so weiter. Und das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, Gartenarbeit wird diesbezüglich überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, wie geil das für den Körper ist, für die körperliche Gesundheit, und vor allem ihr seid an der frischen Luft. Und ihr seid nicht nur an der frischen Luft, sondern die Sonne scheint auf euch und das bedeutet Vitamin D. So, und das sind so viele positive Dinge, die ihr noch gar nicht überblickt mit dem Garten, weil ihr einfach das noch nicht ins Kalkül gezogen habt, euch da mal zu informieren. Und der Garten, das wird immer, immer schwerer, einen Garten zu bekommen. Die Leute wollen immer, immer weiter naturnäher sein, wollen immer sich pflanzlicher ernähren. Der Trend ist eindeutig und so ein Garten ist natürlich der ideale Startpunkt dafür. Und deswegen so schnell wie möglich einen Garten besorgen. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist einfach wirklich ein richtiges Stück Lebensqualität. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr sie natürlich nicht habt, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es, informiert euch. Ganz wichtig, wollte ich heute unbedingt sagen. Das zweite ist das MSM-Pulver. Ich habe es gestern probiert und ja, muss sagen, also geschmacklich war erstmal, oh, MSM-Pulver, wer nicht weiß, was MSM-Pulver ist, ganz kurz, Abfallprodukt aus der Papierindustrie, wird normalerweise weggeschmissen quasi, aber ein findiges Kerlchen hat da wahrscheinlich mal gekostet und gemerkt, wow, ich wäre unsterblich und deswegen Wundermittel und deswegen wird es verkauft. Und ja, also zu dem MSM-Pulver. Es ist geschmacklich, sagen sehr viele, oh, eklig und so weiter, es ist bitter, es ist sehr sehr bitter, aber es hat sonst keinen Geschmack. Das heißt, wer jetzt bitter nicht mag, da ist natürlich ein Problem, aber außerhalb der Bitterkeit ist überhaupt kein negativer Geschmack zu erkennen, und von daher muss ich persönlich sagen, ist es ganz ganz angenehm im Geschmack, weil ich mag bitter, ist wirklich so, das, was ich süß und bitter, das sind meine beiden, die ich sehr stark mag, scharf bin ich überhaupt nicht Fan, alle anderen geht so, aber süß und bitter, das sind so meine favorisierten Geschmäcker und von daher schmeckt mir das auch sehr gut. So, also Geschmack müsst ihr, wenn ihr bitter auch mögt, überhaupt keinen, habt ihr überhaupt kein Problem damit. Zur Wirkung, was die Entzündung angeht, kann ich natürlich nichts sagen. Wo ich aber sagen kann, ist eine Wirkung, die wahrscheinlich für die meisten negativ ist, das heißt, wenn man pupst,
dann aufgrund des Schwefels ist es ein sehr unangenehmer Geruch. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr so gehabt als Veganer irgendwie. Weiß ich nicht, ob das so mit Vegan zusammenhängt oder mit irgendwas anderem, was mir jetzt nicht aufgefallen ist. Aber meine Pupse haben irgendwie nicht mehr gerochen. Ja, ich weiß, man riecht die eigenen sowieso immer angenehmer. Aber ich habe auf jeden Fall einen signifikanten Unterschied gemerkt zwischen vorher und nachher, also nach meiner Ernährungsumstellung. Und auf jeden Fall jetzt habe ich gemerkt, heute, sozusagen gestern, habe ich MSM zu mir genommen. Jeweils ein Esslöffel früh, ein Esslöffel abends, also ungefähr 20 bis 30 Gramm. Und das war schon ja, signifikant aromatischer als bisher. Also von daher, das ist so ein kleiner negativer Punkt. Wenn ihr das probieren wollt, ist es schweinebillig, weil es eben ein Abfallprodukt ist. Aber deshalb kommt auch die Argumentation nicht zum Tragen, was billig ist, muss schlecht sein, weil es eben ein Abfallprodukt ist. Und für Abfall ist 1 Kilo für 10 Euro schon wieder teuer. Also von daher, ja, meine Empfehlung, das ist meine Empfehlung, aber sagen wir mal, wenn ihr das ist meine Empfehlung, es auszuprobieren. Weil wenn ihr Entzündung habt, probiert es aus. Es gibt so viele, die sagen, es hat geholfen. Probiert es aus, es ist nicht teuer. Das soll es heute gewesen sein. Also mit dem Garten nochmal unbedingt der Verweis darauf. Gerade dieser Punkt, es ist so teuer. Das ist wirklich Blödsinn. Ich habe eine Feige angebaut. Eine Feige, das ist ein halber Quadratmeter. Da habe ich 30 Feigen geerntet dieses Jahr. Eine Feige kostet im Laden 1 Euro. 1 Euro. So, ich habe 30 Feigen geerntet. Der Quadratmeter wären dann 60 Feigen. Wenn ich das hochrechne auf meine 300 Quadratmeter, wenn ich also nur Feigen anbaue, dann hätte ich 18.000 Euro mit meinem Garten verdient. Überlegt euch das mal. Also, natürlich baut ihr nicht nur Feigen an, ne? Aber es gibt Sachen, zum Beispiel auch einen Apfelbaum. Ne? Ein Apfelbaum, da ist ja unten der Stamm und dann hast du oben ganz viel Äpfel auf weiß ich nicht, 30 Quadratzentimeter und unten kannst du ja wunderbar Walderdbeeren, wie ich, drumherum machen. Die wachsen wunderbar unter dem Obstbaum. Funktioniert einwandfrei. Also von daher, also Garten ist richtig, richtig was zum Sparen. Ne? Zum Sparen, zur Fitness, zur Gesundheit. Ich kann es euch nur empfehlen. Aber ich wiederhole mich, ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Vergesst nicht heute mein Video anzuschauen. Wenn euch das interessiert, es geht darum, ja, ich kann eigentlich vorgreifen, wie entstehen diese verschiedenen Sojaprodukte? Miso, Sufu, Tofu, die ganzen Sojaprodukte, wie entstehen die aus der Sojabohne? Welche Prozesse sind da beteiligt? Kurz und knackig gemacht und ja, ich hoffe, ihr habt da Freude dran und ihr lernt was. Gut, das sollte jetzt wirklich heute gewesen sein. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüssi.